Hey Leute und willkommen zurück zu Persona 5. Okay. Jetzt können wir nur abwarten und sehen, was passiert. Ungeduld bringt jetzt nichts. Hey. Du willst trainieren, nachdem du aus deiner anderen Welt gekommen bist, übertreibst. Ach so. Hast ja recht, Morgana. Du wirkst zufrieden. Ist was Gutes passiert? Man kann auf nichts zählen. Wenn du es machst, wird dir der Boden unter den Füßen weggezogen. Und ich kann ihm nicht helfen, oder wie? Und raus kann ich ja auch nicht, aber dafür kann ich dafür lernen. Dann lernen wir. Solche schweren Aufgaben kannst du lösen, du bist der helle Wahnsinn. Du machst gute Fortschritte, deine Augen funkeln schon ganz klug hinter deiner Brille. Wieso bin ich immer noch unwissend? Du wirst müde, wenn du keine Pause einlegst. Du sollst heute Schluss machen und schlafen. Wir haben getan, was wir konnten. Jetzt warten wir ab. Warten ist so langweilig, was Ryuji und die anderen wohl gerade treiben. Also, hatte Kamoshida einen plötzlichen Sinneswandel? Es interessiert mich nicht wirklich, was aus ihm wird. Aber es würde schon einen bitteren Beigeschmack haben, wenn er darauf gehen würde oder so. Hey, sag sowas nicht. Wir haben seinen Schatten nicht getötet, also sollte es ihm gut gehen, oder? Sollte so sein. Ich hätte nie gedacht, dass ich mir mal Sorgen um diesen Mistkerl machen würde. Fühlt sich seltsam an, um ehrlich zu sein. Ach, passt schon. Wir erfahren morgen bestimmt mehr. Stimmt. Tja, ich freue mich schon drauf. Hast du heute was vor? Ich kann nicht nur rumsitzen und nichts tun. Ich bin in der Arcade in Shibuya. Sag Bescheid, falls irgendwas ansteht. Ryuji ist in Shibuya. Willst du dich vor eine Weile mit ihm treffen? Ich komme zu dir. Verstanden. Warte hier, wir gehen erstmal in den Verkaufsautomaten. Genau, weil hier stellt 5 SP eines Verbündeten wieder her. Hier auch. Wir haben Kamoshida besiegt, aber irgendwie bin ich immer noch nervös. Wir müssen wohl einfach abwarten, wie es weitergeht. Ja, was sollen wir heute mal trainieren? Sonst kosten wir noch total ein. Ryuji, ja, komm, dank der vagen Persona, Agathian. Die Bindung zwischen Ryuji und mir kann sich noch nicht vertiefen. Was hast du vor, willst du mit Ryuji abhängen? Ja. Geh dich umziehen, wir gehen heute joggen. Mal wieder. Ja. Sogar in die Schule dafür gelaufen. Ryuji wirkt zufrieden. Ich glaube, er hat ein ziemlich erfüllendes Training. Die Bindung zu Ryuji wird bald stärker werden. Also konnten wir es gar nicht vertiefen, wa? Wieso fragt mich eigentlich die Ahn nicht, ob ich mit ihr abhängen will? Die U-Bahn fahren nicht mehr? War das schon wieder so eine psychotische Steuerung? Ein weiterer Minister ist zurückgetreten. Was ist hier nur los? Wie blöd muss man sein, um fremd zu gehen? Das ist doch Wahnsinn, in einer U-Bahn mit einem Messer rumzufuchteln. Es gibt so viele verrückte Menschen. Wo sind die ganzen normalen Leute hin? Ah, you're back. Ich war halt bei Shiho. Ich habe ihr erzählt, dass sie die Sache mit Kamoshida geklärt haben. Sie ist immer noch nicht wach, aber ich musste mich entschuldigen. Was meinst du damit? Du hast doch nichts falsch gemacht, Ahn. Oder, Ren? Ich war nicht da, als sie meine Hilfe brauchte. Als Freundin habe ich versagt. Von jetzt an muss ich alles tun, was in meiner Macht steht, um das wieder gut zu machen. Ansonsten kann ich das nicht hinter mir lassen, denke ich. Mann, ich wusste ja nicht, dass so viel Feuer in dir steckt. Das ist mir in der Mittelschule überhaupt nicht aufgefallen. Ich glaube, das liegt an euch. Jetzt schäme ich mich ein bisschen. Ryuji, Ren, ich hoffe, dass wir von jetzt an immer aufeinander zählen können.
Aber klar doch. Immer doch. Hey. In der Großstadt gibt es die unterschiedlichsten Leute und überall sind Betrüger. Was ist denn hier passiert? Aber ich suche jetzt diese blöde Kaffeemaschine. Wo ist die denn? Soll doch hier sein. Irgendwo, verdammt. Schlafkäfige hier. Es ist wohl, wie es wohl drin aussieht. Ah, das tun sie also auf dem Dach. Ich habe mich hier noch nie gesehen. Falls du es nicht wusstest, was hier angeboten wird, hängt immer von der Tageszeit ab. Mit Nutzung der Schlafkäfige vergeht Zeit, aber je nachdem, wie du abschneidest, kannst du Preise halten und dein Wert können verbessert sich auch. Was sind Versuche? Wenn du 5-mal triffst, erhältst du den Schlägerpreis. Wenn du einen Homerun erzielst, erhältst du den Homerun-Preis. Je nach Tageszeit kannst du bei dem Schlagkäfigen andere Dinge tun. Abends gibt es keine Preise, du kannst aber beliebig oft schlagen. Für 3 Homeruns gibt es einen Gutschein für Mittag. Komm vorbei, um zu üben, um Gutscheine zu holen. Tagsüber kannst du hier Preise gewinnen und nachts beliebig viel spielen, ohne Preis. Aber wenn du 3 Homeruns landest, gebe ich dir ein Gratis-Ticket für den Tag. Guter Deal, oder? Spielen wir jetzt, kostet das 500 Yen. Good luck! Und wenn du 3 Homeruns schlägst, bekommst du ein Gratis-Ticket. Viel Glück. Passe mit L den Winkel deines Schlägers nach oben oder unten. Den Winkel deines Schlägers nach oben oder unten an die erwartete Flugbahn des Balls an. Wenn der Ball mit dem Symbol übereinstimmt, drücke X, um den Schläger zu schwingen. Ein Homerun gibt es, wenn du das Ziel triffst. Alter. Ach, komm schon. Na also. Yes. Aber halt kein Home Run jetzt. Oh, hoch. Oh. Boah, das war ein Homerun. Nice. Yes. Ah, was? Okay. Scheiße. Ah, Mann, was ist denn da los? Yes. Oh. Hey, hey. Was? Ja, komm schon, ernsthaft? Nice. Oh. Okay. Da habe ich es denn hingekriegt, einen Homerun zu machen. Ah, so. Komm, gleich noch einen bitte. Dann kriege ich ein Gratis-Ticket. Oh. Okay.
Ich krieg das nicht hin mit dem Timing. Oh, hör auf, kein schlechter Schlag zu sagen. Wo ich gerade verfehlt habe. Okay. Komm schon, kann ich bitte wieder einen Home Run schlagen? Ich will das Gratis-Ticket, komm. Ey, das gibt's doch wohl nicht. Yes. Nice. Oh, pff. Holy shit. Oh. Ich hatte hier den Trick herausgefunden. Nice. Okay. Doch nur ein Home Run. Oh. Hab noch nie Baseball gespielt. Ich kenne mich hiermit nicht aus. Okay, jetzt war ich zu weit unten. Komm. Er leckt mich halt am Arsch. Der war fast gut gewesen. Nein! Yes! Hey, hey! Hey, hey! Nice! Nö, ich starte jetzt so weit weiter, bis ich einen hab. Das kann wohl nicht so schwer sein! Okay. Na, hoch. Ich bin ausgerutscht. Das ist so knapp, ey. Na, wa? Okay. Ist doch wohl nicht. Hey, hey. Nein. Yes. Was für yes? Nein! Ah, war das jetzt zu stark? Oh. Nice. Okay. Oh. Oh. Halt die Klappe. Okay. Oh. 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 Nice. Yes. Nice. Wohin ist der denn bitte geflogen? Alter. Okay. Der ist voll weit, der war voll gut geflogen, aber ist leider in die falsche Richtung. Nicht hey, geradeaus. Hey, hey. Bist du Chiaki? Na. Wohin? Oh. Ey, bisschen weiter links, come on. Okay. Das ist rechts. Oh. So weit und auch zu weit unten. Das ist viel zu weit unten. Nice. Ja, ich habe daran hab vergessen, dass so eine Animation spielt, wenn man den einen Home Run trifft. Aber ich hatte gerade trotzdem Hoffnung, weil das war echt eigentlich gar nicht schlecht. Ja, das war jetzt wieder zu weit links. Na, leck mich. Oh. Na komm. Nein. Jetzt komm schon bitte. Ja, nur ein Home Run. Ja, nix da nice.
nice. Du machst es nicht besser. Okay. Du willst mich doch jetzt echt verarschen, oder? Warum hasst mich dieses Spiel so? Oh. Ja. Okay. Der war scheiße. Der war noch beschissener. Hey, hey. Hey, hey. Hör auf mit diesem Hey, hey, das geht mir voll auf die Nerven. Alter. Warum fliegt er zum Beispiel so nach links? Ich verstehe das nicht. Oh, okay, das war jetzt ganz große Kacke. Nein, wechsel nicht. Du kannst doch gar nicht starten. Du bist eine Katze. Oh, endlich. Holy shit. Okay, tschüss. Here you go. Du hast 3 Homeruns geschlagen, du bekommst ein gratis Ticket. Jetzt kannst du so viel schlagen, wie du willst. Möchtest du weiterspielen? Nein. Sehr gut, du hast den Ball perfekt im Auge. Hol dir den Preis, wenn wir tagsüber wieder da sind. Wir bieten im Monat nur einen Kurs an, aber bald wird es mehr geben. Na komm. An dem Tag keine Schule? Hey! Ah, wir haben einen Schlitzpass gekriegt. Warum liest du nicht ein bisschen, bis wir da sind? Ja, dann mache ich der große Dieb. Dann wird es nämlich auch zurückgeben können. Hm? Und ein anderes ausleihen können. Der Tresorraum wurde schon fast längst leergeräumt. Der legendäre Gentleman-Dieb, Arsène. Er ist ein wahres Idol. Ein regelrechter Vorzeigedieb. Das hatte der große Dieb zu Ende gelesen. Arsène hat seine Verfolger immer abgehängt, indem er sie an der Nase rumgeführt hat. So cool. Dieses Buch hat dir etwas über das Wissen und die Kniffe beigebracht, die ein Phantomdieb braucht. Ey, unwissend, Alter. Ich mach so viel fürs Wissen. Wir sind fast da. Ich würde sagen, du hast deine Zeit effizient genutzt. Dann laden wir jetzt ein weiteres aus. Und lesen auch in der Bibliothek. Die Vorstandssitzung. I wonder if Kamoshida really had a change of heart. What if we failed? That's all I've been able to think about. We did do what we could. I guess all I can do now is believe. But how strange. I feel a bit better now. Maybe it's because of your composure? We'll be able to avenge Shiho, and you won't get expelled. After break, we'll all be able to laugh together. That's what I'll believe. Ach, sind Ferien? Jetzt verstehe ich, warum keine Schule mehr ist. Nein, jetzt kann ich gar nicht in die Bibliothek. Oh, was? Warum war gestern keine Schule? Wie geht's euch? Heutzutage wird erwartet, dass man umgangssprachliches Englisch kann, auch Ausdrücke anderer Sprachen. Vergesst für diese Stunde, dass ihr Japaner seid und stellt euch vor, ihr kämt aus dem Ausland. Wichtig ist, dass ihr jemand anderes werdet. Heutzutage ist ein wichtiges Talent, dass man seine Maske je nach Situation wechseln kann. Wie schneidest du ab, Amamiya? Hier ist eine Frage. Bist du ein Wunderkind? Probier mal die Frage anhand deines Wissens zu beantworten. Bist du ein Wunderkind? Schnell, jetzt müssen wir herausfinden, was das ist, damit wir antworten können. Sprachen sind nicht meine Stärke, aber ich helfe dir, so gut ich kann. Denken wir erstmal über den Wunderteil nach. Wunder? Genau, Wunder. Etwas ist also wundersam oder sehr beeindruckend. Als nächstes kommt das Kind, das bezeichnet. Ein Kind? Denken wir nochmal drüber nach. Ja, das ist wörtlich zu verstehen. Es geht um ein Kind. Oder zumindest einen ziemlich jungen Menschen, wie in deinem Falle. Ein Naturtalent, oder? Ich habe gefragt, ob du ein Wunderkind, also ein Mensch mit außergewöhnlichen Talenten bist. Aber wenn du so schnell denken und umschalten könntest, musst du eines sein. Oh, das Wort Talent stammt vom griechischen Wort Talanton ab, ein Geldbetrag aus der Bibel. Je geschickter ein Diener war, desto mehr Gold würde er von Gott erhalten. Talent bedingt das Reichtum. Er ist ziemlich schlau. Da
Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, seht ihr mal die dummen Arschlöcher. Die ganze Zeit am Rummurmeln. Vielleicht ist er doch kein so übler Kerl. Das ist heute echt drauf. Das Wort Talent hatte ursprünglich nicht mit unseren heutigen Stars zu tun. Aber die Fähigkeit, je nach Situation eine andere Maske auszuziehen, ist Gott gegeben. Es ist nicht so abwegig, reaktionsschnelle Leute im Fernsehen Talente zu nennen. Das Talent, eine Maske zu wechseln, macht uns das zu Wunderdieben? Have you seen Kamoshida? Really think he changed? Well, yeah. Oh, perfect timing. Study hall will be held instead of PE today. I'm letting you know just in case you haven't heard. Mr. Kamoshida has taken the day off. Huh? He ain't here? Don't tell anyone that you heard this from me. But we received word that Mr. Kamoshida is placing himself under suspension. Huh? It's such an important time before the tournament, too. Principal Kobayakawa went to talk to him about it, but he supposedly wasn't making any sense. Wait, a suspension? Not so loud! The talks about your expulsions may be put on hold, too. I don't know too much about it, though. Anyway, I've relayed what's going on to you. Looks like something happened. At least it sounds different from a mental shutdown. I guess all we can do is wait. Mann, das Wort macht mich nervös. Wir sollen einen Ausflug machen oder so, was meinst du? Tut mir leid, ich muss passen. Wieso, bist du beschäftigt? Ja, ich gehe die nächsten Tage nach der Schule zu Shiho ins Krankenhaus. Ich kann nicht viel für sie tun, aber zumindest kann ich sie sehen. Alles klar, hoffentlich wacht sie bald auf. Ja, danke. Ich fahr gerne weg, wenn sich alles beruhigt hat. Es klingt, als würden wir Lady Anne eine Weile nicht nach der Schule sehen können. Ein Jammer. Du solltest in deiner Güte arbeiten. Dann kannst du nächstes Mal etwas Ermutigendes sagen. Also komm, ehrlich jetzt. Neulich habe ich die Bäckerei Young German ausprobiert. Die Sandwiches da waren echt göttlich. Die verkaufen an Regentagen auch eine besondere Spezialität, das getunktes Katsusando. Ist ziemlich praktisch, dass Yon Germain direkt in der Shibuya Station ist. Was? Boah, ich wusste gar nicht, dass die an Regentagen so ein Spezialangebot haben. Das schaue ich mir mal an. Okay, dann. Wo war jetzt nochmal die Library? Ah, warte, können wir uns da nicht hin? Doch hier. What would you like? Wir sehen, du gibst der große Dieb zurück. What would you like? Das sind alle Bücher, die du im Moment ausleihen kannst. Dann mach mal der legendäre Pirat. Dies hier, ja? Okay, sei vorsichtig damit. Der legendäre Pirat, ja? Klingt interessant. Das ist über Captain Kidd, also. Ich sag schon fast Cell, aber er heißt nicht Cell. Cell war aus Final Fantasy 8, aber es sieht ihm ziemlich ähnlich. Also Final Fantasy 8 habe ich ja auch Let's Play. Vergleich mal die zwei, die sehen gleich aus. Dein Wissen könnte sich steigern. Hey, hey. Hey, hey. Moment, will dieser Typ sich wirklich hinsetzen und lernen? Vielleicht nimmt er die Schule ja ernster, als er aussieht. Boah, scheint nicht so an, wenn er die, sagen immer den gleichen Mist, oder? Okay. Mann, können die sich nicht woanders so unterhalten? Oh. Toll, dass du dich von dem schlechten Ruf nicht ermutigen lässt. So bringst du es weit. Man. Hier kann niemand lernen. Verpassen wir Kamoshida einen Sinneswandel, reabilitieren uns. Head
back. Hast du irgendwas darüber gehört, dass Kamoshida was passiert ist? Hätte ich das vermutlich in der Schule fragen sollen. Ich weiß, ich bin einfach irgendwie nervös. Mir geht nicht aus dem Kopf, dass wir nach all dem, was du getan hast, trotzdem noch fliegen könnten. Meine Mom wird am Boden zerstört sein, wenn das passiert. Wenn wir außerdem nicht mal ahnen oder Susui helfen konnten. Sorry, jetzt ist wirklich nicht der richtige Zeitpunkt, um sich so runterziehen zu lassen. Jedenfalls fühle ich mich etwas besser, nachdem ich mit dir darüber geredet habe. Danke, Mann. Und erzähl Ahn nicht, dass ich an uns gezweifelt habe, okay? Wenn wir uns um diesen Scheiß zu viele Sorgen machen, hat sie keinen, auf den sie sich stürzen kann. Also mach's gut. Okay, cool, Leute, wir sind auch mit dem nächsten Part bei dabei. Persona 5 und ciao.